Guten Tag, meine Schüler und Schülerinnen. Heute beginnen wir mit Kairo von Fort OL, Lektion 3. Im ersten Semester haben wir in Lektion 3 Lastkunde und Alltagssituationen. Aber im zweiten Semester haben wir nur Grammatik. Nur Grammatik. Die erste Lektion heißt hier. Zum Beispiel, was gibt's hier? Zwei Sätze. Ich gehe in den Park. Ich bin im Park. Was ist der Unterschied? Warum ist hier in den und warum ist hier in? Ja? Super! Das ist hier Akkusativ und das in ist da, die. Super. Warum? Warum ist hier Akkusativ? Warum ist hier da, die? Ja, das Verb gehen. Und das Verb ist hier bin. Bin ich gesagt? Sei. Ich gehe in den Park. Das ist Akkusativ, Verb gehen. Ich bin im Park. Das heißt, ich bleibe im Park. Keine Bewegung. Das ist hart. Ich gehe in den Park, wer sie gehen. Das heißt, Übergang von einem Bereich zum anderen. Das heißt, in einer Bewegung, in einer Kern, in einer Kern. Aber ich bin im Park, das bleibt. Ich bleibe im Park. Man bleibt, wo ist. Okay? Hier, in Artikel. Nominativ, wir haben vier Artikel. Was sind das bestimmte Artikel? Der, das, die und die Plural. Im Akkusativ, ha? Ja, der, das, super, die und die Plural, super. Und das ist, ja, der, mit der und das, der und die, Singular verändert zu, der und die Plural verändert zu, den und plus andere Nomen. Warum? Was ist denn los? Den Kindern. Den Schülern und so weiter. Klar? Ja, das ist der Artikel. Was ist denn los? Das Verb hier. Der sagt, ich gehe in den Park. Was ist das Fragewort? Ich gehe in den Park. Ich gehe ins Kino. Ich gehe in den Zoo. Was ist das Fragewort? Ja? Super. Wohin? Wohin gehst du? Ich gehe in den Park. Ich gehe in den Club. Ich gehe ins Kino. Super. Der zweite Satz. Ich bin im Park. Was ist das Fragewort? Ich bin im Park. Ich bin in der Schule. Hä, was ist das Fragewort? Wo? Super. Wo bist du? Ich bin im Park. Hier. Wohin das Fragewort? Wohin? Mit Akkusativ, mit welchen Verben? Gehen, fahren, liegen und so weiter. Das heißt, Übergang. Vom Bereich zum anderen. Das heißt, Akkusativ, in der Kart, wenn man keine Bewegung. Bewegung, werden mit Bewegung, gehen, fahren, fliegen und so weiter. Das Fragewort, wohin? Und der andere, ich bin im Park. Das Fragewort, wohin? Das ist Akkusativ oder Dativ? Dativ. Mit Verben, sein, bleiben. Das heißt, man bleibt so. Wo man ist. Das heißt, keine Bewegung. Es gibt keine Bewegung. Es ist Haraka, aber gut. Klar? Wie heißt das? In das ist die Wechselpräposition.
in die Wechselpräposition, in warum Wechsel das heißt, in kommt einmal mit Akkusativ und einmal mit Dativ. Wann kommt mit Akkusativ? Mit diesen Wörtern, mit Wörtern mit Bewegung. Wann kommt mit Dativ? Mit diesen Wörtern, sein, bleiben, mit Wörtern keine Bewegung. Klar? Ja. Das Kurzbuch Kaio von Fort auf Seite 58, Seite 58. Hier! Die Frage, wo warst du am Freitag? Ich war, wir waren im Präteritum mit was? Sein. Hier. Gibt es Bewegung oder keine Bewegung? Ja, super, keine Bewegung. Das heißt, Akkusativ oder Dativ? Super, das ist Dativ. Zum Beispiel, im Club. Was ist der Artikel vom Club? Der Club. Und im Dativ? Dem Club. Und mit Präposition ist in dem. Warum ist im? Das heißt Mischung. Zum Beispiel, in der Mischung in. Im Club, im Zoo, im Kino, im Stadion, im Theater, im Goethe-Institut. Okay? Noch einmal. Wo warst du gestern? In der Uni. Was ist der Artikel von Uni? Ja, die Uni. Und das ist die verändert zu der. Mit Präposition in der. Super. In der Uni, in der Schule, in der Bibliothek. Klar? Hier, wir haben eine Übung, eine kleine Übung, Seite 9 und 50. Was machst du heute Abend? Ich gehe was? Ja, super, ich gehe in den Club. Super, und du? Zum Beispiel, ich gehe ins Kino. Was ist ins? Was ist ins? Gehen, kommst du mit Dativ oder Akkusativ? Ja, mit Akkusativ. In ist plus Akkusativ. Was ist der Artikel von Kino? Das, in das. In Mischung, das heißt ins. Ins Kino. Ins Kino. Ja, danke schön. Hier, wir haben eine Bemerkung. Haus. Mit diesem Wort gibt es eine Bemerkung. Was ist denn los? Das ist, kommt nicht mit ihm, Präposition nicht mit ihm. Ich gehe nach Haus. Nach hier bedeutet in, nach Haus. Aber ich bin zu Haus. Wohin gehst du? Ich gehe nach Haus. Wo bist du? Ich bin zu Haus. Okay? Dankeschön. Gibt es Fragen? Dankeschön. Tschüss.